Und damit, meine lieben Freunde, begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Big Farm Stories. So, also, wir mussten jetzt mit Opa reden. Wir mussten jetzt mit, den Apfelmus machen, Apfelkompott. Den kann ich bei Jakob kaufen. Nee. Das war nicht Jakob, oder? Das war Owen. Sekunde. Jakob. Benny. Ach, Jakob. Ernsthaft? Im Tierladen? Oh Mann. Farmtiere und mehr. Ach so. Okay. Auch mal nett. Da kann ich jetzt auch Alpakas holen. Okay. So, aber ich habe das Rezept gelernt, das war das Wichtigste. Jetzt können wir uns an den Apfelkompott machen. Ich glaube, das ist dann die Schnellreise. Mach den Apfelkompott hier drüben? Hä? Moment. Bin ich jetzt total bescheuert? Ich habe doch das Rezept gerade für Apfelkompott gelernt. Bin ich denn jetzt echt komplett behämmert? Chips? Was? Aber, was? Ich habe das doch gelernt gerade. Ich glaube, das Spiel nimmt mich einfach nur gerade auf den Arm. Was anderes kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Oh. Oh, mein kleines Alpaka braucht ein bisschen Liebe. Und Milch. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich habe gerade den Apfelkompott gelernt als Rezept. Oder muss ich eine Nacht darüber schlafen? Bin ich gerade nicht so begeistert. Ganz und gar nicht. Oder muss ich das bei Opa kochen? Nö. Ein Duft der Vergangenheit. Eine wunderschöne Aussicht von hier oben, nicht wahr? Oh, es ist wirklich atemberaubend. Und das Leben hier oben sollte jetzt auch ein bisschen angenehmer sein, oder? Oh ja, das neue Haus ist eine große Verbesserung, das kann ich dir sagen. Endlich kein Wind mehr, der in der Nacht durch den Stoff meiner Ballonunterkunft heult. Das ist gut zu hören. Nun, das ist alles dank dir. Ich habe es schon gesagt, aber ich bin sehr stolz. Und deine Oma wird auch stolz auf dich sein, wenn sie zurückkommt. Oma Evelyn, sie ist doch schon lange weg, Opa. Ja, es fühlt sich wie Jahre an. Es sind Jahre. Als sie das letzte Mal sah, war ich ein kleines Kind. Ich erinnere mich kaum daran.
Das kann nicht stimmen. Ihr beide habt doch immer zusammengespielt. Opa, das ist schon ewig her. Ach was, das will ich nicht hören. Du klingst ja wie Owen. Ich habe ihm damals gesagt, was ich dir jetzt sage. Evelyn ist jeden Moment zurück. Und alles wird wieder nach Blumen duften. Ich, okay, es tut mir leid, dass ich dich wütend gemacht habe. Schon gut. Lass mich die Aussicht noch etwas länger genießen. Wir können später sprechen. Okay, jetzt sollen wir wieder mit Owen reden und dann wieder mit dem Opa und wieder mit Owen und wieder mit Opa und wieder mit Owen und wieder mit Opa und wieder mit Owen und wieder mit Opa. Ich weiß, ich habe einen Sprung in der Platte. Könnte mir das trotzdem jetzt jemand mal erklären? Da ist auch nichts drin. Cool. Und ich habe den Sound deaktiviert. Keine Umgebungsgeräusche mehr. Ah, okay, ich hatte sie nur nicht auf dem Weg. Naja. Rote Bete, rote Bete. Und ein Würmchen. So. Dann Owen, Baby, Owen. Komm, sag mal was. Hey Owen, kann ich dich etwas über meinen Opa fragen? Sicher, geht es ihm gut? Er scheint immer noch etwas verwirrt zu sein. Er hat aber etwas erwähnt. Er sagte, ihr zwei hättet euch wegen etwas bezüglich meiner Oma gestritten. Nun ja, das haben wir. Deine Großmutter ist vor vielen Jahren gegangen. Und es gab keine Nachricht, seit der Kontakt zu ihr abbrach. Ich dachte, er hätte längst akzeptiert, dass sie nach all den Jahren nichts mehr zurückkommt. Aber kurz bevor er verschwand, hatten wir einen Streit darüber. Ich wollte ja nur, dass er klar darüber nachdenkt. Hat er erwähnt, warum er auf diesen Berg hinauf wollte? Nein, und ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt dorthin wollte. Verstehe, er hat auch etwas von Blumen erwähnt. Blumen? Ja, einen bestimmten Geruch oder so. Amelia, meine Liebe, hast du einen Moment? Was hast du diesmal kaputt gemacht? Oh, hallo, Troplay, wie kann ich euch beiden helfen? Troplay sucht einen speziellen Blumengeruch, von dem Walter sprach. Vermutlich im Zusammenhang mit Evelyn. Du kennst dich doch mit Blumenkram aus. Klingelt da was? Ein Blumengeruch? Ja, deine Großmutter hat immer ein besonderes Parfüm getragen. Lea, Jakobs Frau, hat es für sie hergestellt. Ich erinnere mich allerdings nicht mehr, welche Blume sie verwendet hat. Das könnte es sein. Kann ich irgendwie an dieses Parfüm kommen? Sprich am besten mit Lydia. Vielleicht erinnert sie sich, da sie damals ihre Mutter bei der Herstellung geholfen hat. Danke für die Hilfe. Ich werde Lydianisch reden. Rede mit Lydia. Lydia! Lydia! Wo bist du denn? Nicht da. Dann gehe ich mal ins Bett. Und leg mich kurz schlafen. Der Apfelkompott! Ich hab's gelernt. Warum kann ich es nicht einsetzen? Gib mir jetzt meinen Apfelkompott. Das ist ein Witz. Ich hab Apfelkompott. Warte. Ah. Ja, ich bin dumm. Ja, ihr könnt es sagen. Ja. Ihr könnt es schreiben. Kanalmitglieder können DDT spammen. Vernichtet mich in den Kommentaren für meine Dummheit. Dass ich nicht zu den Einmachgläsern gegangen bin. So, dann kurz gießen. Ich muss jetzt gleich erstmal gucken, wo ich Zimt herbekomme. Muss ich wahrscheinlich dann auch wieder herstellen oder ich kann es kaufen. So, was pflanzen wir denn? Was pflanzen wir denn heute mal?
Kürbisse dauern 9 Tage. Erdbeeren hatte ich schon. Habe ich schon Tomaten? Ich weiß gar nicht, habe ich schon Tomaten oder. Oh Mann. Tomaten habe ich erst 4 Stück. Nee, das geht ja mal gar nicht. Nee, Tomaten müssen gepflanzt werden. Wir pflanzen Tomaten. Meine, nur mit Tomaten gelingt eine richtig gute Pizza. Gut, manche mögen auch vielleicht Creme Fraiche drauf, aber das ist dann eher mehr so, wenn Creme Fraiche auf einer Pizza ist, wie so ein Flammkuchen. Mittlerweile gibt es ja auch schon Barbecue-Soße, aber selbst die besteht mit aus Tomaten. Krass, finde ich immer noch Soße Hollandaise, gibt es auch, habe ich auch schon gesehen, wo ich mir dann sage, okay, das ist aber heftig. Fehlt nur noch ein Schnitzel drauf und Spargel. Dann wäre es perfekt. Perfekte Spargelpizza. Oh, Melonen. Ja, moin, das kostet aber ganz schön. Fenchel. Okay. Ja, gut, die Tasche ist voll. Hey, ich darf als nächstes Melonen und Fenchelbla sehen. So. Lydia, Lydia, zu dir komme ich gleich. Bonjour. Ah ne, mit dir wollte ich gar nicht reden. Ich wollte daran. Hast du Zimt? Hast du Zimt? Hast du... Natürlich hat sie Zimt. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, aber ich glaube 6 Stück. Entweder brauche ich 6 oder 9. Ich kaufe mal lieber 9. Nee, du bist auch nicht Lydia. Wir warten Lydia jetzt schon wieder. Hasse cool. Hasse cool. Also ist cool, ne? Verdammt. Dann war Lydia hier oben. Ah. Gehen wir erstmal mit der Kleinen. Nun, Trupple, was kann ich heute für dich tun? Schau, was ich habe. Oh, danke. Ich liebe es, die Samen fliegen zu lassen. Das sieht wirklich aus wie kleine Feen, oder? Okay. Ja. Okay. Oh, und Level Up. Na, so muss das doch sein. Nimm was Bautoken. Truppe, könntest du mir vielleicht bei etwas helfen? Natürlich, worum geht das? Na, ich habe gerade dieses Buch beendet, das mir Amelia geliehen hat. Wir haben hier nicht viele Bücher, daher muss ich sie die meisten von anderen ausleihen. Oh, ich wusste nicht, dass du gerne liest. Ich mag es nicht nur, ich liebe es. Das ist so ziemlich alles, was ich in meiner Freizeit mache. Sich in einem guten Buch zu verlieren und das wirkliche Leben für eine Weile vergessen. Das ist einfach traumhaft. Kannst mir helfen, indem du das Buch zurückgibst? Aber nur, wenn du gerade Zeit hast. Keine Sorge, Lydia. Soll ich auch gleich ein neues Buch von Emilia mitbringen? Das wäre klasse, vielen Dank. Gibt es etwas, bei dem ich dir helfen kann? Ja, vielleicht. Emilia hat mich hierher geschickt. Sie hat erwähnt, dass deine Mutter früher ein Parfüm für meine Oma hergestellt hat. Weißt du etwas darüber? Oh ja, ich erinnere mich, dass ich manchmal Parfüme für andere herstellte. Es war immer da wunderbar. Das ganze Haus roch nach Blumen und Essenzen, die sich gemischt haben. Ich habe es immer geliebt, ihr dabei zu helfen. Glaubst du, du könntest das Parfüm, das sie für meine Oma gemacht hat, nachmachen? Hm, möglich, was für eine spannende Idee. Ich denke, es würde Opa helfen, sich daran zu erinnern, warum er den Berg hochgeflogen ist und warum er da bleiben will. Geruch ist ein sehr mächtiger Sinn und stark mit Erinnerungen verbunden. Dem kann ich sehr gut nachempfinden. Sag mir, was du brauchst und ich besorge die Zutaten. Okay, es ist toll, mal etwas so Schönes wie Parfüm herzustellen. Die meiste Zeit verbringe ich mit meinen rein praktischen Arbeiten auf der Farm und Familie. Dann lass uns zusammen das zusammen machen. Ich bin sicher, das wird ein großer Spaß.
Okay, ich brauche 3 Zutaten. Sternenhyazinthen, Chilischoten und Pfirsich. Chilischoten für ein Parfüm? Okay. Die Zutaten haben unterschiedliche Vorbereitungszeiten. Bringen Sie am besten einzeln in der richtigen Reihenfolge zu mir. Verstanden, also beginnen wir mit den Sternenhyazinthen. Genau. Bring mir die Bergblumen und ich fange in der Zwischenzeit an, alles hier vorzubereiten. Okay, hab ich. Zwölf Stück? Man kann es ja auch übertreiben, ne? 12 Stück. Mir fällt gerade auf, ich kann mein Inventar gar nicht erweitern. Hi. Mache ich da eigentlich? Amelia, war doch da. Hallo Amelia, ich bin gekommen, um das Buch von Lydia zurückzugeben. So schnell? Ach, dieses Mädchen liest so schnell. Ich wünsche, Sam würde sich das davon in einer Scheibe abschneiden. Weißt du, sie hat sogar einmal eine von Sams Zeitschriften gelesen. Ich glaube, sie interessiert sich gar nicht für Technik, aber sie wollte einfach alles lesen. Wow, das ist ziemlich beeindruckend. Lydia hat mich auch gebeten, gleich ein neues Buch von dir auszuleihen. Natürlich, welche Art von Buch möchte sie diesmal? Das habe ich vergessen, sie das zu fragen. Jetzt muss ich wohl eins für sie auswählen. Ein Abenteuerbuch. Kein Problem, hier. Vielen Dank, ich bringe es gleich Lydia. Also ich denke mal, dadurch, dass sie halt wirklich immer so ein einseitiges Farmleben hat, kann ich mir so ein Abenteuerbuch besser vorstellen als so eine Liebesgeschichtenroman oder ein Krimi. Ein Krimi könnte auch noch, ja gut, manchmal, ne, stille Wasser sind tief, sagt man ja so schön. Es ist schwer, jemanden nur alleine einzuschätzen, weil er sagt, ja, hier ist es langweilig. Oh, okay, ich hätte doch nur, naja. Ich weiß nicht, komm, machen wir gleich 4. Ich muss eh einen Tag warten, dann passt das. Warte ich dann 4 Tage oder für 4 Stück einen Tag? Ich habe ein neues Buch von Emilia bekommen. Bitteschön. Vielen Dank. Ein Abenteuerbuch. Ich liebe alles, was richtig spannend ist. Warum hast du dich für dieses spezielle Genre entschieden, wenn ich fragen darf? Ich dachte, das könnte dir gefallen. Da hast du recht. Allerdings lese ich das nicht nur für mich alleine. Ich habe versprochen, heute den Zwilling vorzulesen. Anna, komm bitte. Anna, sind du und Leffi bereit für unsere Lesestunde? Nein, ist eine Katastrophe. Ich habe mein Zeichenbuch verloren. Ich muss immer zeichnen, während Lydia uns vorliest. Kannst du mir bitte helfen, mein Zeichenbuch zu finden? Das letzte Mal habe ich es bei den Carpenters benutzt. Okay, also jetzt wieder zurück. Und das Zeichenbuch suchen. OMG. Dieser Schussel. Jetzt ist natürlich die Frage, wo? Ist doch der Hof der Carpenter. Nee. Nee. Hä? Carpenterhof. Ah, da ist es. Wollte gerade schon sagen, irgendwo muss es doch sein. So, dann haben wir jetzt hier wieder ein bisschen was gesammelt, haben einen gewissen Fortschritt erreicht und dann würde ich sagen, liebe Leute, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.